So, und weil ich jetzt mitten im AOE, quasi die zweite und für mich heute erst die letzte Folge. Genau, wir fragen oder wir stellen uns die Frage noch immer, steigt der Damage mit jedem Dragon Rank Level? Also mit jedem Dragon Rank? Oder bin ich einfach nur blöd und übermüdet und ich habe keine Ahnung mehr, was ich gerade sag oder mache oder wie viel Damage gerade, dass ich gerade noch, keine Ahnung, vor einer Minute gemacht habe. Aber ich bin überzeugt, es liegt nicht an mir. Ich glaube, ich mache wirklich mehr Damage. Es wirkt zumindest so, sagen wir mal so. Horrible Rank da. Ich weiß, wo die Rank der Spawns alles sind. Ich kenne einmal alle drei von denen. Aber ich weiß nicht, welche die war. Ah, doch, weiß ich, die erste Rank da? Okay, ich mach mehr Damage als gerade eben. Uhuhu. Twitch does not exist? What? Ja, also ich mach mehr Damage. Nicht so viel mehr. Aber nee doch, also ich mach schon. Ich mach definitiv mehr Damage. Kann's ja nicht ganz nachvollziehen, warum das so ist, wie es ist. Aber jo. 1% PvE Damage bringt 2k Damage. Oder so? Ja, gut, nicht ganz 2k. Okay, krass. HP sind immer noch gleich. Interessant. Nicht so weit. Ja. Also ich will jetzt noch kein endgültiges Fazit abgeben. Wir sehen weiter, wenn ich dann die Amplis habe. Ich könnte mal schauen, ob ich die irgendwo kaufen kann oder so. Dragon. Da war was, oder? Wie heißt das Ding? XP? Da ist was. 5? What the fuck? Nee, also das gebe ich nicht aus. Scroll of Experience. Wow. Ganz sicher nicht. Vielleicht nicht? Oh, wow, das ist ja cool gemacht. Das ist ja echt cool gemacht. Man kann nicht aus Versehen mit einem AOE ansammeln. Wow, das ist GG. Well done. Wirklich, wirklich gut umgesetzt. Gefällt mir. Alter, 20,5 Grad draußen. Wie warm wird es bitte noch werden? Ey, wir haben... Ich will jetzt dann schlafen gehen. In meinem Zimmer hat's... Ey, nee, es ist... Das ist doch zum Kotzen. Warum wird es nachts wärmer als... Also, nicht wärmer als tagsüber, aber... Das kann nicht sein, dass die Mittelmeerluft hier so rüberdrückt und dann irgendwie... Das gibt's doch gar nicht, oder? Ich meine, so warm ist es doch nicht mal im Mittelmeer selbst. Um die Zeit. Kann ich mir nicht vorstellen, eigentlich. Also ja, Mittelmeer ist bestimmt 20, 21 Grad in der Nacht, aber... Also, dass die Luft so rüberzieht und immer noch die Wärme behält, finde ich irgendwie, also das finde ich krass. Kann ich mir nicht vorstellen, im besten Willen. Vielleicht hat wirklich das Thermometer irgendwie verbuggt oder so. Ist halt wirklich legit made in China, also. es kann halt echt sein, dass es irgendwie, dass halt echt irgendein Bullshit anzeigt oder so. Aber gut, ich meine, ich hocke schon auch da und schwitze gerade echt ein bisschen. Also. das ist immer ein gutes AOE. Das war echt ein gutes AOE.
Also wie schon gesagt, Level 5 muss man eben schaffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Damit man eben auch den Dungeon farmen können für die Dragon Rank Amplis. Das ist absolutes Must-Have. Das muss man machen. Muss man schaffen. Sonst haben wir ein Problem. Und ja, wir müssen auch mal schauen, dass wir generell mein STA-Pad noch hochziehen und so. Aber erstmal das eine, dann das nächste. Und genau. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was alles zuerst leveln soll. Die ganzen Pads, die ganzen Awakes und whatever. Waffen müssen wir auch noch leveln. Aber ja, gut, ich meine, Pads und so. Eigentlich, ich weiß nicht, ob wir es brauchen später. HP-Pads sind einfach so nice, wenn man halt dann nicht extra immer umsetzen muss für jeden Scheiß. Und auch für ein Gewehr ist es halt nice. Aber andererseits, ich meine halt ein XP-Pad, weil ich jetzt, was weiß ich, 30% XP oder so bringt. Ich meine, ist halt übel nice. Gearscore hängt auch noch ziemlich hinterher. Ja gut, Schmuck müssen wir jetzt, glaube ich, als nächstes upgraden. Wir können noch die Waffe upgraden. Die ist nur plus 1 momentan. Ulti plus 1. Ich weiß nicht. Waffe upgraden und PvP-Dias reinmachen vielleicht. Oder halt einfach ganz normale Dias, Int-Dias. Wäre auch eine Idee. Ich meine, überleg mal, 75 Endkämpfer, also beziehungsweise 50 Endkämpfer rausholen mit Lifesteal dann eben. Aber das wäre schon auch geil, weil dann bräuchte ich halt erstens mal kein Healer mehr. Und auch in Dungeon ist es halt einfach entspannter. Ich kann einfach AFK gehen. Ja, schwierig irgendwie. Müssen wir schauen. Irgendwie leckt doch das Server, oder? Irgendwas leckt hier so ein bisschen. Ich hoffe nicht, dass es ich bin. Wir kennen einfach zu viele Mobs, das schafft das Server nicht. Nice. Wir gehen weiter zu den nächsten Mobs. Ah ja, nochmal kurz testen. Rake. 560k, AOE 240k. Not bad. Level 10 Mobs haben wir da. Das ist auch wieder so ein Ding, was wir brauchen. Oh nein. Mann. Jetzt aber. Okay, also wir machen immer gleich viel Damage. Ja, krass. Oh, die machen aber uns um einiges mit Damage. Aua. 1,4k Blocks, das könnte ein bisschen wehtun, wenn die durchkommen. Kriegen die mir. Ja, das ist ein bisschen viel. Das könnte ins Auge gehen. Pat hat auch nur ein Leben. Perfekt. Millionen HP haben die. Okay, die XP sind dafür wieder ziemlich gut irgendwie. 250 Mobs angeblich. 50 Mobs ist jetzt hier bei den Spawns eigentlich gar nicht mal so viel, würde ich mal sagen. Ah, es kommt drauf an. Gut, aber wir schaffen auf alle Fälle noch Level 5. 5? Klingt so komisch, Level 5. Das ist mal relativ gut, relativ wichtig. Und
Genau, da bin ich mal gespannt. Bin mal gespannt, ob ich den Dungeon wieder schaffe. Später, also am Anfang war der relativ schwer, aber später, wenn man wirklich gutes Equipment hat, ist er wirklich nur auf Kindergarten. Ah ne, ich glaube, die Mobs sind drin mit Level 5, Dragon Rank 15 oder so, oder? Ah, fuck, ich weiß es gar nicht mehr. Kann halt wirklich sein, dass ich den gar nicht schaffe oder dass ich einfach kein Damage mache oder halt mir, keine Ahnung, 100k kritten oder so. Das weiß ich jetzt aber gerade gar nicht mehr genau. Ja, deswegen leveln die alle den Dragon, deswegen sind die auch alle so stark. Vom Damage und von allem her. Jetzt macht das alles Sinn. Brauchst du DR-Schmuck? Wenn ich es verneine, wahrscheinlich droppe ich wieder nichts, oder? Muss ich antworten. Warum ist den Typen Akro eigentlich? Oh Gott. Warum mache ich an dem Typen eigentlich kein Damage? Also ich spiele es echt schon lang, Dragon Crusader, aber einige Sachen verstehe ich noch immer irgendwie nicht so ganz. Also manche Sachen geben einfach keinen Sinn. Zumindest für mich, also vielleicht gibt es für andere Leute Sinn und so, keine Ahnung. So, wie schaut es aktuell aus vom Level her? Ach, das aktualisiert nicht immer instant, okay. Dragon Rank hier? Ja. Nicht sonderlich gut, aber es geht. Achso, er wird noch eine Antwort haben. Welches Level hat denn der Schmuck überhaupt? Oh no, die ganzen Expeditions wieder. Oh shit. Wie ich die gehasst habe. Hier ist der ganze Stuff. Level. Kein Level? Hey, lol. Okay. Aber okay. Oh, wir können es erst ab 30 farmen. Uff. Ich überlege gerade, wenn wir die Ringe kaufen. Wenn die Ringe kaufen würden. Dann müsste ich ja kein Geld verschwenden für den Soul-Schmuck. Andererseits glaube ich, ist es halt echt unbezahlbar. Wie heißt der Ring? Ich hab's vergessen. 23 Perin? Wie kostet denn ein Schmuck? Scary? Nee, unique? Nee. Tank, scary, dark. Yo, 40 Perin. Nicht mal annähernd an meine Preisklasse. Ja, das kommt einfach später. Das kommt einfach später. Ich meine, ich weiß halt nicht, wie viel Zeit ich jetzt eben investieren kann und so, aber ja, meine Tage sind auch ausgebucht momentan leider. Wir haben jetzt, also aktuell heute ist der 16. Juli. Ist bald wieder August und in 2 Monaten ist schon wieder Sommer vorbei.
Habe ich den gerade wieder Akku gezogen? Bin ich jetzt blöd oder was? Hey. Pinewald Buff. Nice. Wobei, bringt es eigentlich mal was. Auch die großen, also die großen Dinger stören mich gerade schon ein bisschen. Ich weiß gerade nicht, wie ich den wieder Akku gezogen habe, so. Ja. Nee, es macht, glaube ich, noch keinen Sinn, jetzt irgendwie da die Ringe schon zu kaufen. Das macht gar keinen Sinn. Oh, cool. Nee, ich glaube, macht auch keinen Sinn dafür, irgendwie, was weiß ich, 20 Perien oder 40 Perien so zu bezahlen. Und wenn ich jetzt, wenn wir heute einen Preis ausmachen und halt dann in ein, zwei Wochen halt irgendwie die Hälfte oder Drittel oder so davon noch beträgt, ja, ich glaube, das wäre halt irgendwie jetzt auch nicht so sinnvoll. Ich weiß es nicht. Das Ding ist halt, ich kann aktuell auch wirklich nicht ordentlich Geld, also noch nicht ordentlich Geld farmen, leider. Inventory full, uhu. Ich meine, vielleicht ärgere ich mich dann und so. Aber das war, wenn ich dir 100 Pärchen zukommen lassen, dann würde ich für beide... Wait, what? Im Falle des eines Falls würde... Nee, im Falle des Falls dir würde 100 P zukommen, dann würde ich beide für 40 P verkaufen. Im Falle eines Falls. Also wenn mir... Ich bin graviert. Wenn ich 100 Perien halt zufällig hätte, dann würde er mir beide für 40 Perien verkaufen. Aber 40 Perien ist auch kein guter Preis. Also was heißt denn kein guter Preis, aber es ist halt... Was ist Dark, Dark, Dark? Ja. Naja. Also ich glaube, wenn ich halt einfach das Geld hätte, würde es mir halt für einen normalen Preis verkaufen oder so. Ja, nee, ich glaube, das macht keinen Sinn. Nee, das macht keinen Sinn. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Vor allem das Ding ist ja auch, also ich werde mich ärgern und so, weil die Drop-Raten sind halt irgendwie... die Drop-Raten sind auch wirklich richtig mies irgendwie. Also diese Season bin ich mit den... Also was heißt das mies? Ich weiß es nicht. Also ja, ich habe mit einem damals geredet und so und wir hatten auch das Thema Solo-Mode und Hell-Mode und whatever. Und in Season 9 hat... Solo-Mode zu viel gegeben. Das habe ich auch gesagt. Das war auch wirklich zu viel.
Jetzt bin ich halt der Meinung, es ist fast ein bisschen zu wenig. Allerdings, ich bin halt noch immer im Early Game. Ich kann es halt nicht wirklich endgültig beurteilen. Keine Ahnung. Halt echt schwer zu sagen. Deswegen, ich gebe jetzt dazu aber noch nichts ab, noch keine Aussage und so. Aber ich kann sagen, ich droppe nicht sonderlich viel. Also ich fahre immer wieder mal Aminus oder auch mal Tramlok und so. Und also es ist nicht viel, was bei rumkommt. Crystal Labyrinth habe ich extra auf dem richtigen Level gefarmt, um eben das Maximum an Drops rauszuholen. War, ich sag jetzt mal, okay. Aber es war nicht gut. Also die Drops, die waren... Die Drops im Crystal Labyrinth waren... Ja. Ich meine, später habe ich dann wieder mehr gedroppt. Später schon. Aber... Am Anfang habe ich halt irgendwie so viele Nuller-Runden gehabt, das war Wahnsinn. Das war wirklich irre. Also beziehungsweise, ich muss eigentlich so sagen, hätte ich nicht den Drop-Buff vom GW gehabt, wären die Drop-Raten wirklich komplett miserabel. Also wenn jemand nicht GW spielt, der kann aktuell nicht wirklich gut farmen. Also der wird lange dran hocken. Nur der GW-Buff hat mir eigentlich ermöglicht, dass ich dann überhaupt Sachen gedroppt habe und auch ein bisschen Geld verdient habe und so. Ja. Anders, also ansonsten ohne den Buff. Ohne den Buff hat es nicht gut ausgeschaut. Wirklich nicht gut. Leute, droppen voll viel Geld auf einmal. Haben die vorher auch so viel getroppt? 4 Mille pro AOE? Waren es einfach gerade so viele, die ich gekillt habe? Ich glaube, es sind einfach so viele. Ja, irgendwie schon. Die Waffe levelt irgendwie auch nicht wirklich schnell, oder? Irgendwie haben die echt... Also ich glaube... Gut, ich denke jetzt nicht, dass die das hier mal grinding gemacht haben. Kann natürlich sein, aber ich denke jetzt mal nicht. Hat damals schon auch eine ganze Weile gedauert, aber... Also XP sind bei weitem niedriger als damals. Wie gesagt, ich müsste nochmal nachschauen. Aber... Also XP damals, die waren schon höher irgendwie. Also zumindest bilde ich mir das ein. Also da haben die, glaube ich, schon echt noch mal ein bisschen was dran verändert. Nein, nein. Oh. Ich hasse, wenn man nicht wegkommt. Mann, ihr müsst vier. Jetzt muss ich mir dieses Kackviech da killen. Oh. 117 Perien im Hand. Pet muss ich noch einsammeln. Wir vertreiben uns nur die Zahl einfach. Ich überlege gerade echt, was unsere Roadmap ist. Aber ich glaube, Schmuck upgraden. Oder? Oder halt Waffe auf plus 6 uppen. Waffe plus 6 ist gut machbar. Ich glaube, ich kaufe 160 für die also 160 Super Espo. Und die verballere ich alle. Schaue ich einfach mal, wie weit dass ich komme. Und den Rest einfach in A-Protect. Das, glaube ich, ist ein guter Plan. Eventuell hat noch... Ja gut, Suit muss noch, braucht noch... Muss noch Ela drauf und so. Das ist noch ein wichtiger Teil. Für Gearscore. Genau, ansonsten, glaube ich, ist es halt okay. Ich muss mal... Nee, wobei, belüften brauche jetzt nicht 2 Minuten noch. Geht die Temperatur wieder langsam runter draußen. Hier drin steigt die einfach da durchgehend. Absoluter Rotz einfach. Wait, warum sinkt mein Damage? Okay. Warum sinkt mein HP? HP, please. Na gut, wir haben jetzt natürlich auch nicht wirklich viel an oder so. Wir haben jetzt keine HP-Power-Ups an. Also 2 haben wir aktuell an. Aber es ist halt auch nicht so extrem viel. Also,
Ja, es geht halt schon. So, Chia, oder? Haben wir gerade Chia mit drin? Kam es gerade an? Nee, immer noch nicht. Oh, wieder Cooldown. Und alles läuft ab. Super. Eine Minute noch Ampli. Ich hoffe, es reicht zumindest noch für Level 6. Dann haben wir in einem Dungeon halt generell schon ein bisschen bessere Karten. Und auch in allen anderen Dungeons natürlich um bessere Karten und auch im GW und so, weil halt Damage ist halt Damage. Ah ja, ich bin echt mal gespannt, was ich jetzt im GW machen werde, an Damage. Und in HP natürlich. Es schaut aber schon so aus, als hätte man da jetzt, glaube ich, dann echt ziemlich gute, gute Karten. Also ich weiß nicht, wenn sich der Damage jetzt wirklich so verhält, wie aktuell ist, dann sehe ich schon einen Weg, dass wir hier irgendwie ein bisschen was ausrichten können. Oh. Komm, sterbt doch endlich alle. Oh, wie ich es hasse. Wow. Wow. Really? Kommen noch ein paar neuen hier adden oder so? Okay, nice. Damage? Hä? Sorry. Schnell deaktivieren. Okay, keine Ahnung. Damage ist irgendwie nicht gestiegen oder so. Kein Plan, warum. Ach, hier scheiß Akkus. So, raus hier, schnell. Okay, naja. Dann schauen wir mal schnell. Nein, Ach, ist immer noch zeitbegrenzt, wow. Blöd, blöd, blöd. Ich will so viel Müll ins Inventar, das ist Wahnsinn. So, alles weg. Haben wir gerade zu viel verkauft? Nee, oder? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Okay. Spenden wir noch kurz in die Gilde. Wow, what the fuck. 0,3 Millionen XP. Krass. Peanut-Drop ist aber auch krass. Was? Guild Clash Treasure? Ach, Cashen. Ich hab grad Crashen gelesen. Alter, wie viel Müll bekomme ich denn bitte? Nein, da war ein Dragon Ampli dabei. Och nee. Ernsthaft? Och, Och, es ist nervig. Ach, ist eine Scheiße. Nur mit meinem Tafel war. Na super. Okay, naja, danke fürs Zuschauen. Ich mach den Rest offscreen auf. Und bis zum nächsten Mal.